Oh, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Bildungswerk-Live-Sendung, wieder mit Nick Bölling. Wir haben uns eine kleine Serie überlegt, und zwar geht es um sportartspezifisches Athletiktraining. In unterschiedlichen Sportarten. Beginnen wollen wir mit den Ballsportarten und heute im Fokus der Handball. Ja, weil ganz oft die einzelnen Sportarten haben ja gewisse Schwachstellen beziehungsweise Gelenke, die besonders im Fokus in der Sportart stehen, was dann auch zu Verletzungen und anderen Problemen im Alltag führen kann. Und das wird der Nick jetzt so ein bisschen aufdecken, beleuchten und paar Tipps geben, was man tun kann, beziehungsweise auch, ja, dass man einfach dieses begleitende Training durchaus sinnvoll in den Sportarten einsetzen kann. Alles klar, Nick, dann rede ich nicht mehr weiter, sondern mach du weiter und ich wünsche euch viel Spaß. Jawohl, vielen Dank, Petra, und guten Morgen auch wie immer von meiner Seite. Genau, kleine Serie heute zu den unterschiedlichen, ja, Herausforderungen, Anforderungen, Verletzungsproblematiken in verschiedenen Sportarten. Wir starten heute, wie Petra schon meinte, mit den Handballern. Grundsätzlich hat man als Spielsportler oder generell in verschiedenen Sportarten ja immer einen, ja, unterschiedlich athletisch-motorischen Trainingsinhalt oder einen Trainingsansatz. Das heißt also, ja, angepasst an dem, was erfordert ist. Und da hat man natürlich gewisse Dinge, die einen verbessern können, trainingstechnisch. Das heißt, wir werden immer so ein, zwei Dinge ansprechen, die für Handballer, jetzt in dem Fall heute Handballer, interessant sind, um vielleicht besser zu werden. Ja, und dann natürlich hauptsächlich geht es dann so ein bisschen um das Thema Verletzungsprävention. Weil zur Wahrheit gehört auch ganz klar, wenn ich im Handball besser werden will, dann sollte ich vor allem Handball spielen. Ja, das gilt für alle anderen Sportarten dann auch. Wenn ich als Fußballer besser werden will, dann sollte ich vor allem Fußball spielen. Da kommen dann auch taktische Elemente mit dazu. Da kommt dann Ballbehandlung und alles mit dazu. Gerade im Mannschaftsgefüge ist es natürlich auch immer ein Zusammenspiel. Das muss man auch ganz klar so sehen. Also das ist eine andere Anforderung, als wenn ich im Einzel Tennis spiele. Deswegen ist das vor allem was Taktisches, was dann eben in der Mannschaft so trainiert wird. Deswegen trainiert man es ja auch. Und im Athletiktraining kann man dann eben die Schwachstellen ein bisschen, ja, rauskristallisieren oder verbessern beziehungsweise stabilisieren und vielleicht auch die ein oder andere Anforderung, die einem hauptsächlich dabei hilft, dann vielleicht noch ein bisschen besser zu werden. Das heißt, was brauchen wir als Handballer in erster Linie? Also neben der, ja, Motorik. Es geht um den Wurfarm, ganz klar, und es geht ums Abspringen beziehungsweise ums sicher Landen, ums Abfedern. Das heißt also, gerade Verletzungsgefahr bei Handballern sehr, sehr groß, was Schulter angeht, Rotatorenmanschette angeht. Ja, man hat ja einen relativ weiten Arm, mit dem man startet von hinten. Gerade auch wenn das dann mal geblockt wird, ja, also dass da entsprechend viele Kräfte wirken. Man hat natürlich generell bei allen Sportarten, die mit Sprüngen zu tun haben, mit einem Untergrund, mit Gegenspielern zu tun haben, hast du immer die Gefahr auf Höhe Sprunggelenk, auf Knieebene. Ja, das sind so die Klassiker, sage ich mal. Und dementsprechend schauen wir, was man da machen könnte, machen sollte. Tendenziell gilt, je stabiler der gesamte Rumpf, die Körpermitte ist, desto grundstabiler der gesamte Körper. Das heißt also, Körpertraining für die oder ja, Stabilisationstraining für die Körpermitte ist eigentlich in jeder Sportart sinnvoll. Das ist dann tatsächlich wenig spezifisch. Also das ist eigentlich fast immer gut, weil da die Körpermitte eben einfach einen gewissen Halt braucht. Ja, das heißt also alles, was Bauchmuskulatur angeht, seitliche Bauchmuskulatur, unterer Rücken und dann eben alles, was da so ein bisschen mitwirkt. Das heißt, hintere Oberschenkel, Po-Muskulatur beispielsweise ist nicht ganz unwichtig. Oberer Rücken kommt dann auch mit dazu. Also Körpermitte ist Trainieren ist definitiv noch nicht spezifisch für Handballer, weil das für jede Sportart sinnvoll ist. Aber trotz allem ist das definitiv etwas, was in dem Fall durchaus vorkommen sollte. Dadurch, dass das mittlerweile auch sehr viele Trainer mitbekommen haben, wird sowas in der Regel auch mittlerweile dann in den allermeisten Sportarten auch auf Mannschaftsebene gemacht. Das heißt, wenn ich zweimal die Woche Training habe, dann startet und endet vielleicht die ein oder andere Einheit mal mit 5 bis 10 Minuten Stabi-Training. Und das auf jeden Fall spricht, ne? Also ob das dann der klassische Unterarmstütz ist beispielsweise oder ob das etwas im athletischeren Bereich ist, also ob man dann eben ein bisschen dynamischer arbeitet, ob das jetzt
ganz klassisch ein Crunch ist, ob das ein Bird Dog, also ein Vierfüßlerstand ist, ein bisschen Stabi-Arbeit für die Körpermitte ist definitiv sinnvoll. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, mit Hilfsmitteln zu arbeiten, sind da alle Dinge gut, die ein bisschen wackeliger sind. Also man kann wunderbar mit einem Petsi-Ball, also mit einem Gymnastikball arbeiten, beispielsweise mit so Luftkissen. Ja, das heißt also, ein Aerostep kenne ich da jetzt beispielsweise vom Marken her, die da sehr, sehr gut geeignet sind. Also alles, was diesen labilen Untergrund hat, alles, was wackelt, ja, muss der Körper halt eben entsprechend abfangen. Das sind dann die Propriozeptoren. Wir hatten das vor ein paar Sendungen schon mal mit Tiefenmuskulatur und so ist halt Verletzungsprävention auch. Ja? Also je eher der Körper trainiert ist in der Bewegung, wo er nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt. Ne? Also wenn ich mit einem Bein beispielsweise auf einem Aerostep stehe oder auf einem Jumper, dann ist es eben so, dass diese Propriozeptoren das Ganze ausgleichen müssen. Ja, also das geht halt auch auf Rumpfebene. Ne? Also man kann beispielsweise einen Unterarmstütz auf einem Petsi-Ball, auf einem Gymnastikball machen. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich anspruchsvoller durch das Gewackel als ein Unterarmstütz beispielsweise einfach auf dem Boden. Ja? Also Körpermitte stabilisieren, definitiv sinnvoll, ja, in jeder Sportart. Dann bei Handballern, wie gesagt, ganz klassisch natürlich der Wurfarm auf Schulterebene. Das heißt also, dass die einfach möglichst bulletproof ist, dass die wirklich sehr stabil ist. Das heißt also, da kommt die Rotatorenmanschette in allen Ebenen ins Spiel. Das heißt, Außenrotation auf der Höhe, auf der Ebene, Außenrotation auf der Ebene ist nicht ganz unwichtig, ja, weil gerade die Rotatorenmanschette die Schulter dann entsprechend gut zusammenhält. Also das sind Übungen, die die Handballer auf jeden Fall mit einbauen sollten. Das geht wunderbar mit Terrabändern beispielsweise. Ja, also ich mache das Terraband jetzt in meinem Fall da irgendwo fest. Ja, oder halt das mit der Hand fest und ziehe mit der anderen hier hin oder kann es auch gleichzeitig machen, das klappt auch ganz gut. Ja, und von vorne ebenso, ich mache es um Türgriff, um Fenstergriff, um Geländer, um Zaun, was auch immer. Ja, greift das Terraband und dann diese Rotation nach hinten. Also Rotatorenmanschette ist dann gerade bei Handballern auf jeden Fall mindestens auf dem starken Arm, der geschützt werden will, also auf dem Wurfarm, der halt viel beansprucht ist, dass der wirklich möglichst stabil ist. Das heißt, da kann man dann auch sagen, okay, ich trainiere beide Arme, weil auch der kommt ja vielleicht mal zum Einsatz, ne, mit Körperkontakt, mit Gegenspieler, aber den Wurfarm dann vielleicht ein, zwei Sets mehr. Also so klassisch ist ja so, ich mache drei Sätze pro Seite und dann mache ich vielleicht mit dem Wurfarm noch einen vierten, vielleicht sogar noch einen fünften. Ja. Ist trotzdem eine Sache von ein paar Minuten, also auch das ist dann eher was, dass ich tendenziell vielleicht sogar außerhalb vom Handballtraining trainiere. Also wenn ich dienstags und freitags Handballtraining habe, dann macht sowas vielleicht montags und donnerstags Sinn, als Beispiel. Ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, das funktioniert alles, aber Rotatorenmanschette, Schulter, ganz, ganz wichtig. Ne? Generell alles, was Schulter, Nacken auch ein bisschen stabilisiert, eben aufgrund des großen Bewegungsradius. Ja, also wer länger Handball spielt oder auch Handball schon mal sieht, der sieht, wenn die ausholen mit dem Arm, dann geht es schon sehr, sehr weit nach hinten. Ja, also die holen richtig Schwung, mehr oder weniger, um dann kräftig zu werfen. Das sind schon Kräfte am Werk, wenn man da dann ja gegen den Arm vom Gegenspieler prallt oder auch einfach nur von dem Verschleiß her, ist das schon nicht ohne. Und Muskulatur stützt halt. Ne? Muskulatur stützt im Grunde so das ganze Gewebe, ja, auch Sehnen und Bänder. Muskulatur stützt das Ganze und dementsprechend nicht ganz unwichtig. Ja, okay, dann haben wir Schulter. Was wir als nächstes haben, ist ganz klar Knie und Sprunggelenk. Ja, also aufgrund des Gegenspielers zum einen, aber vor allem auch aufgrund des Hüpfens, einfach des Abspringens. Das heißt also, verletzungspräventiv auf beiden. Ne? Natürlich im Idealfall springe ich immer mit einem Fuß ab und lande mit dem anderen. Das heißt also, dann hat man eigentlich so seine starke Seite. Das heißt also, auch da kann man wieder hingehen und sagen, sportartspezifisch trainieren. Ich kann, wenn es ein Defizit gibt oder wenn ich stärker sein sollte in meinen Absprüngen, dann trainiere ich natürlich den Absprung. Das heißt also, meine Plyometrics, also meine Schnellkraft, das heißt also in dem Fall ist es dann beispielsweise die Oberschenkel, die Po-Muskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur, die gestärkt werden kann über Krafttraining beispielsweise, um nach Möglichkeit im Bereich Sprungkraft besser zu werden, also damit ich weiter, höher, schneller abspringen kann. Also das ist beispielsweise was den Sprung verbessert, und wenn ich den Sprung verbessere, kann ich vielleicht auch wieder mehr Schwung holen oder weiter in den Kreis reinspringen oder höher springen. Ich habe eine längere Zeit in der Luft, um mich entscheiden zu können, in welche Richtung, auf welche Seite des Tors ich jetzt werfe beispielsweise. Also es geht tatsächlich bei Plyometrics, also bei Sprungkrafttraining im Grunde,
so ein bisschen darum, die Bodenkontaktzeit zu verkürzen. Das ist immer relevant, wenn ich möglichst wenig auf dem Boden sein will. Also bei Sprintern ist das sehr, sehr interessant. Also die brauchen das noch deutlich mehr. Aber interessant ist das eben auch bei Fußballern beispielsweise, ne? Die sprinten natürlich auch, aber eben auch bei Handballern, ne? Also die wollen ja springen, die Bodenkontaktzeit verkürzen. Das heißt, je weniger lange ich den Boden berühre, je länger ich in der Luft bin, desto mehr Entscheidungsgewalt habe ich. Okay, wo werfe ich jetzt hin? Werfe ich nach links oben, nach rechts unten? Was macht der Torwart? Habe ich vielleicht noch so eine Drittelsekunde, um mich nochmal umzuentscheiden, wenn ich sehe, dass der Torwart sieht, was ich mache? Das ist natürlich dann auf Leistungsebene schon ein bisschen mehr. Also das ist sicher was, die allermeisten Leute werden eher an den Basics schrauben und fallen müssen, aber Sprungkrafttraining, abspringen, lange in der Luft bleiben, also hoch, weit springen können, ist dann sicher nicht verkehrt. Und natürlich auch zum einen aufgrund der Verletzungsgefahr. Das heißt also auch hier, je stärker die Muskulatur trainiert ist, auch hier gerne wieder ein bisschen in dieser dreidimensionalen Ebene, ja, auf dem Luftkissen, auf dem Jumper, vielleicht auch Kniebeugen, auf dem Gymnastik, auf dem Patsy-Ball, dass es eben sehr viel wackelt, dass die Propriozeptoren, ja, vor allem in den Sprunggelenken, aber eben auch im Knie, dass die ein bisschen arbeiten müssen, damit eben der Sicherheitsgrad, der Verletzungsgrad nach Möglichkeit reduziert wird, der Sicherheitsgrad nach Möglichkeit erhöht wird. Das heißt also klassische Verletzungen bei Handballern, Schulter, wie gesagt, Knie und Sprunggelenk. Na, das haben wir, Knie und Sprunggelenk haben wir auf Spielsportebene häufig. Das ist auch bei Fußballern sehr häufig der Fall. Was hilft, ist eben dieses propriozeptive Training, ne? Reaktives Training nennt man das auch. Das heißt also alles das, was diese Entscheidungsgewalt des Körpers verschnellert, verbessert in der Form, er weiß, wie das Gelenk steht, wie er aufkommen muss. Ja, viele machen das dummerweise leider immer erst, wenn sie mal verletzt waren und dann so 3 Wochen danach beim Physio beispielsweise, ja, dann stehen die mal auf so einem Wackelpad, auf so einem Wackelkissen oder haben auch mal verschiedene Übungen, die da helfen können. Und so nach 3 Wochen Physio ist das dann auch wieder rum, aber sowas kann man halt auch präventiv machen, ne? Also im Idealfall knickt man dann erst gar nicht um, ja, oder verletzt sich zumindest nicht, ne? Also weil man kann auch umknicken, ohne dass die Außenbänder direkt abreißen, aber dafür muss der Körper einfach stabil genug sein. Also spezielle Übungen, wie gesagt, da gibt es relativ viel, alles was in Richtung reaktives Training geht, propriozeptives Training geht, was die Schulter angeht, was Knie angeht und Sprunggelenke angeht. Da gibt es, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Es geht auch gar nicht darum, dass man das jetzt ständig stundenlang trainiert. Das ist eher was, das hatten wir, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon mal. Das kann gerne so 5 bis 15%, also so 10% plus minus des Trainings ausmachen. Das heißt, wenn ich eine Stunde, anderthalb trainiere, dann so reaktives Training am Ende so, ja, 6 bis 10 Minuten ungefähr, um das eben vielleicht am Ende nochmal einzubauen oder eben an den anderen Tagen. Also wenn ich sage, okay, ich habe Tag X und Tag Y Training, dann trainiere ich an Tag A und B, ja, mit dem Stabi-Training beispielsweise. Dann ein ganz interessanter Aspekt, der auch bei allen anderen Sendungen dann natürlich immer noch mal kurz Erwähnung finden wird, ist das Krafttraining, also ganz klassisches Krafttraining, ohne dass es speziell in irgendeine Richtung gehen muss, fast jede Sportart verbessert. Das ist natürlich auch mit ein Grund, warum gerade in Amerika, wo ja Kraftsport noch ein bisschen populärer ist als jetzt in Deutschland, und wo die auch meistens ja doch ein bisschen weiter sind als wir. Im Grunde geht da jeder Athlet ins Kraftstudio in der Offseason. Das heißt also immer dann, wenn die keine Saison haben. Das heißt also gerade die Footballer, die haben ja relativ lange Offseason, die haben ja 6 Monate Saison und 6 Monate nicht. Ja, dann sind die sehr, sehr viel im Kraftraum, weil das eben auch auf Verletzungspräventionsebene schon hilft. Das heißt, da muss man nicht immer super spezielle Sachen machen. Da geht es darum, einfach die Leistungsfähigkeit des Körpers zu erhöhen. Das heißt also generell stabiler zu sein, weil viele Leute denken bei Krafttraining immer nur so direkt an Muskulatur, ja, aber auch eben Sehnen werden stärker, Bänder werden stärker, ja, Knochendichte nimmt zu, also die Osteoplasten verdichten sich, also die Knochendichte wird besser, wird stärker. Also im Grunde ist das gerade in der spielfreien Zeit sehr, sehr sinnvoll, vor allem das so ein bisschen zu erhöhen und während der Saison das nur zu erhalten, also dass man dann vielleicht auch nur so einmal die Woche hingeht und wirklich relativ wenig macht, so das Mindestvolumen an Krafttraining, ne, so ja 2, 3 Sätze pro Übung beispielsweise, um dann eben zu gucken, dass man das nach Möglichkeit erhält. Also das ist, in dem Fall ist es ja gar nicht Priorität, ja, und dann kann man auch da eben von profitieren. Und wenn man das alleine schon kontinuierlich macht, dann ist es ja auch da schon so, dass man jedes Jahr
stärker wird, jedes Jahr stabiler wird, ja, und darüber hinaus dann eben natürlich auch in seinen Skills in der Regel besser. Ja, wenn ich mal 10 Jahre Fußball gespielt habe, dann sollte ich über die Zeit schon besser werden. Und das gilt für Handball und alle anderen Sportarten auch. Also sportartspezifisch, ja, von der Athletik, von der Motorik und natürlich auch taktisch, ja, man sollte dann schon über die Zeit besser werden. Und körperlich kann dann eben Krafttraining dafür sorgen, dass dem auch so ist. Also gerade, das wird oft ein bisschen unterschätzt, ne? Gerade noch hier so in Deutschland, weil die meisten Leute Krafttraining immer nur mit ihrer Strandfigur assoziieren und damit besser auszusehen. Und dann will man das natürlich am liebsten morgen und nicht heute haben. Aber als Spielsportler, ja, das werden wir die nächsten Sendungen dann immer mal wieder noch in 2 Sätzen sagen, als Spielsportler macht es auf Verletzungspräventionsebene absolut Sinn. Also trainiere in der trainingsfreien Zeit oder in der Off-Season, wo du keine Saison hast, möglichst Krafttraining ein bisschen priorisiert hast. Muss ja immer noch nicht dein einziges Training sein, aber ein bisschen priorisierter. Versuch stärker zu werden, stabiler zu werden. Also schau auch nach Möglichkeit, dass du jetzt nicht nur Brust- und Bizepsübungen machst, wenn deine Sportart vor allem von Kniebeugen profitiert, ja, von einer starken Oberschenkelrückseite, ja, die ja gerade bei Spielsportlern häufig ein bisschen verkürzt ist auch. Also schau, dass du so ein bisschen an den klassischen Übungen arbeitest und dann bist du da stabiler, ne? Oberkörper, Rücken, Schultern, um da eben auch im Zweikampf gegebenenfalls ein bisschen stabiler zu sein. Und auch die Rotatorenmanschette profitiert, wenn deine Schulter generell stärker ist. Ja, also auch da kannst du dann in dem Rotatorenmanschettentraining mehr abrufen, wenn du eine allgemein höhere Maximalkraft hast. Also am Ende des Tages ist das eigentlich immer so der entscheidende Faktor, Maximalkraft, weil an der sich alles andere richtet, Schnellkraft, ja, Kraftausdauer, Hypertrophiekraft, also das, was dann zum Muskelaufbau förderlich ist, orientiert sich alles an der Maximalkraft. Also Maximalkraft, wie der Name schon sagt, ist deine Maximalkraft. Und wenn die natürlich niedrig ist, dann kannst du auch mit allem anderen nicht besonders hoch oder besonders gut trainieren. Das heißt also, versuch in der trainingsfreien Zeit im Krafttraining, auch da muss es nicht super viel sein, ne? So 2-mal, vielleicht maximal 3-mal die Woche. Ja, wenn du kein Kraftsportler bist, musst du auch keiner werden. Aber es unterstützt dich in deiner Sportart und in deiner Verletzungsprävention zumindest. Und dann schaust du, dass du in der Saison einfach so das Mindestmaß machst, so einmal die Woche vielleicht eine halbe Stunde Krafttraining, um das, was du erreicht hast, annähernd zu halten und um dich dann gesund, gut und stabil auf deine Sportart stützen zu können. Okay, schauen wir uns die Handballer nochmal zusammenfassend sozusagen an. Also wir haben die Rotatorenmanschette, die verletzungsanfällig ist. Das heißt, wir wollen generell einen stabilen Schultergürtel, aber vor allem die Rotatorenmanschette, die entsprechend gestärkt werden will. Also gerade Außenrotation, das geht am Kabelzug wunderbar, wer ein Fitnessstudio zur Hand hat. Das geht aber auch einwandfrei mit Terrabändern. Ja, ebenso die Rotation nach hinten und ansonsten auch hier gerne mit so dreidimensionalen Bewegungen. Das heißt also so eine Bottom-Up-Press beispielsweise, man nimmt die Kettlebell und zwar so, dass der Rumpf praktisch nach oben zeigt, weil auch dann, wenn man die nach oben drückt, wackelt das in der Regel. Und wenn das wackelt, ja, dann muss eben die Rotatorenmanschette gegenhalten, ja, als Beispiel, ja, ansonsten da, wie gesagt, gerne mal den Trainer oder den Coach eures Vertrauens fragen. An sich ist das alles gar nicht so schwer. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu trainieren. Man muss es halt nur tun, ja. Selbiges gilt für Knie- und Sprunggelenke. Insbesondere irgendwas, was wackelt oder auch einfach mal ganz klassisch in Einbeinstand, ja. Vielleicht auch den mal mit Augen zu. Also das ist sowas, das kann man auch wunderbar in den Alltag einbauen, ja. Beim Zähneputzen morgens und abends, ne? Morgens auf dem linken, abends auf dem rechten Bein, 2 Minuten. Ja, es wird wahrscheinlich, wenn man das allererste Mal macht, auch gar keine 2 Minuten klappen. Vor allem nicht, wenn man sich parallel tatsächlich die Zähne am Putzen ist. Also auch das ist dann gar nicht so verkehrt. Ja, das kann man sehr gut mit einbauen. Das ist dann vor allem auf Sprunggelenksebene eigentlich ganz interessant. Und auf Knieebene ist dann auch wieder irgendein labiler Untergrund. Das kann dann so ein Luftkissen sein, das kann ein Jumper sein, das können Kniebeugen auf dem Gymnastikball sein. Also auch da gibt es verschiedene Variationen, um das zu stabilisieren. Ja, dann aus Leistungssicht oder zum Besserwerden, Sprungkrafttraining, plyometrisches Training, ja, um eben höher, besser, weiter abspringen zu können, eine längere Zeit in der Luft zu haben, beziehungsweise eine niedrigere Bodenkontaktzeit, um am Ende des Tages vielleicht diese halbe Sekunde schneller zu sein als der Gegner, um sich dann nochmal umentscheiden zu können beispielsweise oder einfach schneller zu sein als der Gegner. Also das hilft definitiv. Und ansonsten, was wir ganz zu Anfang schon hatten, stabile Körpermitte, ne? Weil hier oben kann alles super stabil sein, die Sprunggelenke und die Knie können super stabil sein, aber wenn die Körpermitte dann zu weich ist, wenn da einfach kein Halt ist, dann ist der ganze Körper nicht
nicht ausreichend stabil. Ja, also das ist aber, wie gesagt, für jede Sportart interessant, ähnlich wie dann das Krafttraining, das klassische Krafttraining, mit dem man dann gerade außerhalb der Saison sich ganz gut vorbereiten kann. So, ich hoffe, es ist interessant gewesen für alle, die mit Handballern zu tun haben, vielleicht selber Handballer sind oder mal waren oder was auch immer. Wir machen in den nächsten Wochen dann weiter mit den Ballsportarten. Erstmal schauen uns da jeweils die Anforderungen an und die, ja, vor allem die hauptsächlichen Probleme und Verletzungszonen. Und dann sollte das alles so funktionieren, dass ihr da ein bisschen mehr wisst und ein bisschen stabiler durch die Saison kommt. Viel Spaß und danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Nick, für die interessanten Anregungen. Ich denke mal, das ist inzwischen ja auch in den unteren Klassen der Ballsportarten immer weiter auf dem Vormarsch, dass ein begleitendes Training neben dem eigentlichen auch stattfindet. Klar, der ein oder andere Sportler hat ein größeres Eigeninteresse und wird da nebenher noch ein bisschen mehr machen als das, was im Training des Vereins angeboten wird, aber auch die Trainer sind da, denke ich mal, inzwischen so weit, dass sie da den Einsatz auch für sinnvoll erachten und damit ihre Sportlerinnen und Sportler auf ein anderes Niveau dann auch heben können. Ja, das war's dann heute für Bildungswerk Live. Vielen Dank, Nick. Die Serie geht Ende des Monats weiter. Mal schauen, was wir für eine Ballsportart uns dann ausgesucht haben. Seid interessiert, guckt auf unserer Internetseite zu Bildungswerk Live. Den Link setze ich gleich rein. Das werdet ihr immer informiert über die anstehenden Themen. Wünsche euch nun einen schönen Mittwoch und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.